Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der Epic Battle Fantasy Mod schon wieder. Denn einige Challenges fehlen uns ja noch. Wir haben letztes Mal die Careful Challenge gemacht. Wir könnten jetzt entweder die Patience, die was steht da? Kessor? Ah komm, gucken wir da rein. In die Jua irgendwas. So, wir haben 2x48 Stunden Energie, das heißt, wir haben auch noch die Batterie und alles dabei. Oh, das ist ja cool. Okay, wir haben diese 9 Volt Batterie dabei, wir haben hier unten diese komische Batterie, dass unser Item noch weniger Aufladungen braucht und wir haben dieses Item und dazu noch mindestens 4x, oder sagen wir mindestens, ja doch, eigentlich mindestens 4x noch eine Batterie, sodass wir die ganze Zeit eigentlich das Item hier einsetzen können und wir kommen sofort in den Errorraum. Okay, das kann interessant werden. Zumal wir sowieso keine Speed-Up. Bumpster Key. Okay. Da wir sowieso keine goldenen Räume bekommen, weil es eine Challenge ist, könnten wir uns jetzt auch eigentlich wieder raus teleportieren. Oh nein. Er hat das so eingestellt, dass man jedes Mal in den Errorraum kommt. Okay. Ich dachte, wir können uns jetzt hier raus teleporten, aber scheinbar nicht. Oder es geht einfach nicht, wenn man mit dem Ding hier reingeht. Kann auch sein, aber ich weiß nicht, wie die Challenge heißt. You are irgendwas. You are... Wir sind ein Pfadfinder. So. Das muss passen. Was heißt denn Pfadfinder auf Englisch? You are Pfadfinder. Pfadfinder. Bestimmt heißt das Pfadfinder. Und wie es aussieht, ist die Challenge gar nicht mal so lang, weil das irgendwie nur 6 Ebenen sind. Ich glaube, wir müssen nur bis zu Mar... Haben wir die Schlüssel aufgehoben? Ach, es war wieder kein Sound da, okay. Wahrscheinlich müssen wir nur wieder bis zu Marms Fuß kommen. Das heißt, wir können dann auch noch eine zweite Challenge machen, die hoffentlich nicht so schwer ist. Und da die ist alles Töfte. So. Ich habe gerade überlegt, ob ich meine Pille einsetzen soll. Das... meine Bombs-Aki-Pille, aber die haben wir ja gar nicht. Und sonst kann ich mich natürlich auch die ganze Zeit raus teleporten, wenn ich will. Aber wir schauen erstmal hier links rein. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen stärker werden. Weil mit diesen Anfangsschaden von Isaac möchte ich ehrlich gesagt nicht gegen Mom kämpfen. Oh Gott. Aber zumindest haben wir eben schon ganz viele Leben bekommen. Das ist schon mal gut. So, Brightened Ovum. Die können uns ja, glaube ich, sogar ein gutes Item geben. Wir sollten auf jeden Fall die Bosse mitnehmen und sollten dann unser Item einsetzen. Ich glaube, das ist die beste Taktik, die wir machen können. Also wenn wir wirklich jedes Mal in den Errorraum kommen, dann ist das wirklich die beste Taktik. Aber ich glaube, die Chance, dass man in den Errorraum kommt mit diesem Item, ist sowieso erhöht. Von daher, hallo Krampus. Eigentlich macht das Item ja, dass man entweder in den Geheimraum kommt oder... in den Shop oder sonst was, irgendwelche Special-Räume halt. Oder halt in den Geheimraum. Und ich glaube, die Chance, dass der Errorraum kommt, ist erhöht. Aber vielleicht wurde das jetzt auch. Ja, vielleicht wurde das jetzt auch so eingestellt. Extra für diese Challenge. Dass wir noch eine Helfer bekommen. Dass wir jedes Mal in den Challenge, in den Errorraum kommen. Von daher. Ja, okay, wir kommen jedes Mal in den Errorraum. Wow. Okay, dann ist die Challenge ja wirklich nicht schwer. Das kann man einstellen, dass man jedes Mal in den Errorraum kommt. Okay. So, Ken's Eye brauchen wir nicht. Was kriegen wir sonst noch so? Das ist aber cool. Die Idee dahinter mag ich. Ja, Bob's Brain, warum nicht? Dann wird der Marmfight nochmal ein bisschen schwerer. Gut. Das heißt, wir müssen eigentlich gar keine Kämpfe hier machen. Aber ich würde trotzdem gerne die Boss-Items mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Au. Von daher machen wir die doch. Und mit Bob's Brain steht die Chance sogar gut, dass wir uns selber töten. Das ist doch schön. Ich töte mich gerne selber. Vor allem in Isaac. In Isaac ist das Beste. Wenn ihr es noch nie gemacht habt, dann auf jeden Fall mal machen. Euch selber töten mit einem explosiven Gehirn. Das macht richtig Spaß. Oh, ich hatte schon wieder so Freude eben, mich in die Luft zu sprengen. Wow. Das hat so einen Spaß gemacht. Ich kann es gar nicht beschreiben. So, noch eine Münze. Wofür brauchen wir Münzen?
Wir lassen uns lieber selber explodieren oder andere. Okay. Wir teilen natürlich auch unseren Spaß an der Explosion mit anderen. Wir sind ja nicht so. Okay, Schlüssel sollten wir vielleicht trotzdem mitnehmen. Denn wir haben gesehen, in diesen Error-Räumen ist ganz schön häufig, sind ganz schön häufig goldene Kisten drin. Von daher kommen die Schlüssel eigentlich recht gut. Ah. Oh, das macht so einen Spaß. Ja, oho, cool. Ja, ich mag das. Nicht. Nur weil ich die Bosse besiegen will. Sonst müsste ich hier gar nicht reingehen. Komm, wir sprengen uns einfach raus. Tschüss. Wo ist dann der Boss? Wahrscheinlich hier unten. Sieht ein bisschen danach aus, als wenn hier der Boss wäre. So. Ich möchte allerdings auch nicht... Full Health, okay. Allzu viel Zeit hier verschwenden. Wir könnten uns halt auch sofort zum Mahn teleporten. Können wir wirklich machen. Und wir haben jetzt schon ein bisschen Damage-Update bekommen. Und was sollten wir schon beim Boss kriegen? Beim Boss kriegen wir auch eigentlich nichts Gutes außer Lebens-Upgrades. Also eigentlich unnötig. Eigentlich könnten wir wirklich die ganze Zeit unsere 48 Stunden Energie einsetzen und dann sind wir sofort bei Mom. Und wir kriegen ja Damage-Ups und so, indem wir in den Error-Raum gehen. Also, ich weiß nicht. Auf jeden Fall Gertie. Ja gut, Gertie können wir nochmal besiegen. Der ist ja kein Problem. Stellen wir uns einfach hier oben hin und freuen uns, dass Gertie lebt. Na Gertie, wir freuen uns, dass du lebst. Au. Und wir freuen uns, dass du uns wehtust. Und wir freuen uns, dass wir uns gleich wieder selber in die Luft springen. Der macht schöne Geräusche. Ich mag die Geräusche. Pum. So, 1, 2, 3, 4, 5 und weg. So, kriegen wir jetzt wenigstens ein Lebensupgrade. Okay, zumindest ein Leben und ein Speed-Up. Nee, ein Range-Up. Na, ganz toll. Na gut, wir teleporten uns wieder in den Geheimraum. Oder in den Error-Raum. Sehen jetzt sogar, wo der Boss ist. Das ist irgendwie lächerlich. Naja, egal. So. Und wir haben immer noch keine Pille eingesetzt. Sollten wir vielleicht auch mal machen. Wie weit ist der Boss weg? Der ist mir zu weit weg, wenn ich ehrlich bin. Von daher... Ach so, das ist natürlich blöd, dass die... Ja, egal, wir gehen trotzdem in den Geheimraum. So, wieder Spinnies, die uns selber treffen. Und wir kriegen einfach noch eine 48 Stunden Energie. Und noch eine, überall welche. Und wir können fliegen. Okay. Sehr cool. Dann können wir gleich in die nächste Ebene. Ja gut, dann waschen wir jetzt kurz durch diese Challenge durch, weil die wirklich nicht schwer ist. Das einzig Schwere daran ist, dass wir jetzt Bob's Brain haben. So, verlassen wir die Ebene auch. Ah ja. Dann sehen wir wenigstens mal, was es so für Error-Räume gibt. Ist ja vielleicht auch mal interessant. So, gehen wir hier auch raus. Das war natürlich ein blöder Error-Raum. So, und jetzt sind wir ja schon in der Marm-Ebene. Was passiert, wenn wir jetzt hier rausgehen? Weil eigentlich soll ja nach Mom Schluss sein, oder nicht? Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ach so. Die Pillen, die hier sind, sind alles... Okay. Nein, ich habe mein Buch nicht mitgenommen, ich Vollidiot. Ich bin so ein Vollidiot. Mein Buch. Nein. Nein, ich habe mein Buch verloren. Oh. Okay, was ist, wenn wir jetzt die 48 Stunden Energie einsetzen? Das wieder einsetzen. Achso, wir kriegen doch nicht jedes Mal dieselben Bomben. Dieselben Pillen. Bombsack hier. Oh nein, ich habe mein Buch verloren. Jetzt muss ich die Ebene hier machen. Ich glaube das ja nicht. Und eigentlich wäre nach Mom doch schon Schluss, oder nicht? Oh. How to ruin a one. Erstens, Bob's Brain aufheben. Zweitens, das essentielle Item, das man hatte, wegschmeißen. Ganz toll. Ah, das war wieder so dämlich. Okay, dann sterben wir jetzt hier. Auch kein Problem. So. Ich stirb, danke. Gut, wo ist der Boss? Da oben. Ich hoffe einfach, wir müssen hier lang. Okay, es ist auf jeden Fall ein großer Raum. Könnte also gut sein. Danke, Bob's Brain, dass du mir immer wieder wehtust. Hab dich auch lieb, Bob's Brain. Hab dich auch lieb.
So. Ach ja, wir können ja fliegen. Ganz vergessen. Okay. Wir können uns theoretisch auch hier überall einfach rausspringen. Aber wir sterben lieber. So. Wir können jetzt wirklich voll gut rausspringen. Vor allem, weil wir haben auch noch eine Bombsaki-Pille. Bedeutet also, wir können, nachdem wir unsere Bomben alle eingesetzt haben, einfach nochmal die Bombsaki-Pille einsetzen und dann unsere ganzen Schlüssel nochmal als Bomben verwenden. So, da wäre noch eine Bombe. Da ich gerade von Bomben gesprochen habe, nehme ich die mal mit. Und den Raum machen wir einfach mal nicht. Habe ich gerade keine Lust zu. So. Aber den Raum müssen wir machen. Okay. Wenigstens nur kleine Gehirne, die uns wahrscheinlich auch wehtun werden. Wir kennen ja unsere Gehirne. Noch eine Bombsaki. Okay. Interessant. Dann können wir die 48 Stunden Energie einfach mal einsetzen. Kriegen eine Full Health Pille. Sehr schön. Und noch eine, weiß man nicht, Bad Gas. Okay. Hallo Tod. Ist nach dir jetzt Schluss? Weil eigentlich sollte ja in der letzten Ebene schon Schluss sein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mal gucken. Schauen wir mal. Oh. Aua. Aua, ey. Wieso geht denn das Ding auch nicht kaputt? Danke, danke. Pow, 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 pow. Pow, 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 pow. Pow, 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 pow. Ja. Okay, wenn man also die eigentliche Ebene überspringt, dann ist einfach bei der nächsten Ebene Schluss. Okay, aber da das jetzt eine viel zu kurze Folge ist, machen wir noch die... What the fuck, Boom? Okay, das klingt auch einfach. Wer das nicht kennt, das ist ein Internet-Meme. What the fuck? Und wir haben nur einen Remote-Detonator und müssen warten, bis der aufgeladen ist. Okay, das ist quasi... Oh Gott, das haben wir... Und wir haben 99 Bomben. Das ist quasi so wie die Beans-Challenge. Aus dem richtigen Isaac. Also aus dem... Ja, genau. Halt nicht der Mod. So, komm. Aber wenigstens ist das Teil dann jedes Mal voll. Das heißt, wir müssen eigentlich nur pro eben pro Raum. Oh. Mann, wieso kommt da so eine Spinne raus? Alle Gegner besiegen und dann können wir durchwaschen. Wir könnten uns auch eigentlich immer aus dem Raum raussprengen. Ist auch eine Methode. Könnten wir tatsächlich machen. Dann ist das ja gar nicht so schwer wie die Beans-Methode. Okay, wir waschen einfach durch alle Dinger hier durch. Warum nicht? So, müssen wir nicht machen. Wir gehen einfach weg. Haben zwar nur 3 Leben, aber egal. Ah, dadurch ist das aber nicht voll. Okay, 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 ich verstehe. Pow. Okay, wir haben anscheinend alles mögliche auf den Bomben drauf. Alle möglichen Effekte und wir kriegen Schaden dadurch. Okay, wir haben also nicht Pyromaniac. Gut zu wissen. Ich glaube, für den bin ich zu langsam. Nee, geht sogar. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Schaden wir machen. Zu einem Boss. Ja, ist ganz gut. Und vor allem haben wir Homing Bombs. Ah, das ist sowieso das Beste. So, und hoffentlich noch ein paar blaue Herzen. Okay, aber wenn wir Bomben legen, dann müssen wir ein bisschen aufpassen. Die sprengen sich nämlich weg. Ganz komisch. Warte, was haben wir denn sonst so? Wir haben... Dr. Fetus. Wir haben Homing Bombs. Wir haben alle möglichen Bombeneffekte. Auch, dass sie stärker werden und so in die sich... in alle Richtungen sprengen. Wir haben Ipecac. Ja. Okay. Kann man mal machen. Na toll. Okay, Bombe. Du machst das schon. Sehr schön. Sehr schön. Passt alles. Und wir können natürlich nicht schießen, wie ihr das vielleicht schon gemerkt habt. Deswegen haben wir auch diese... Augenbinde um und ich töte mich hier irgendwie selber, indem ich immer die ganzen Bomben hier mache. Aber wir haben eine Trapdoor hier bekommen mit... Weiß man noch nicht. Was auch immer wir mit Schlüssel wollen. Wir können jetzt auch mit unseren Cube of... Cube... Ball der Bandagen angreifen. Das könnte auch gut sein. Wenn wir das machen. So. Sehr schön. Aha. Aha. Ihr schon wieder, ja? Da, habt ihr meine Bombe. Nehmen Sie. Au.
Gotthelds Kopf. Okay, nehmen wir das. Ist vielleicht sogar noch cooler. Weil wir dann die Gegner viel schneller besiegen. Oh, ich werde mir selber wehtun. Nicht? Okay, cool. Ich dachte, ich würde mir jetzt wehtun. Naja. So, los, meine Fliegen. Attacke. Und ansonsten haben wir ja auch genug Bomben. Mit denen wir uns andauernd selber wehtun, aber das macht ja nichts. So, kriegen wir hier hoffentlich noch ein paar blaue Herzen? Nein. Okay, ist die Sache. Wollen wir jetzt wirklich mit denen? Wie weit müssen wir gehen? Ich weiß es nicht. Nee, okay, wir nehmen wieder das andere Ding mit, weil Challenge ist ja, mit diesem Ding das zu schaffen. Also nehmen wir natürlich auch Doctor's Remote wieder mit. Sonst wäre das ja doof. Einfach die Challenge-Items wegpacken ist ja doof. Finde ich nicht gut. Also nehmen wir das lieber mit. Macht sowieso mehr Schaden als die ganzen Fliegen. Wieso wird die Bombe eigentlich nicht angezogen von unserem Magneten? Das finde ich doof. So. Ah, wie macht man das denn jetzt am besten? Mit einer Bombe? Sterben die? Nee. Na gut, dann machen wir das von Hand. Du, du, du. Ach komm. Als ob du das überlebt hättest. Das Einzige, was mir jetzt ein bisschen, was mich ein bisschen stutzig macht, ich kann heute wieder nicht reden, das ist voll komisch, dass wir so wenig Leben haben. Das ist nicht gut. Das ist die einzig schlechte Sache. So. Was haben wir hier? Tour of Spades. Nehmen wir mit. Warum nicht? Und ein... Das ist perfekt. Eine Bombentasche. Eine Bombentasche. Das heißt, wir müssen keine Bombenprobleme mehr haben. Frei theoretisch. Komm mal ins Feuer. Komm mal ins Feuer. Okay, dann nicht. Töte ich dich halt mit meinem Ball. Puh. Okay, die Pillen können einen in den Bossraum teleportieren. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Wir kriegen sogar einen zweiten. Jetzt können wir sogar angreifen. Ah, cool. Okay, gefällt mir. Bisher gefällt mir das doch recht gut. Und wir müssen wieder nur bis zum Abend kommen. Oh, die Folge wird so kurz sein. Soll ich dann noch eine dritte Challenge machen? Ah, ist doch auch blöd irgendwie. Hallo, Bombe? Okay, was auch immer. Oh, ich werd mich selber verletzen, natürlich. Ich habe Angst vor meinem Leben. Oh nein, ich werde mich wieder selber verletzen. Ah, Gott. Ah. Naja, immerhin haben wir hier ein Bett. Yay, erstmal ausruhen. Haben wir wieder volle Leben. Unsere ganzen drei Leben. Und es hat sich hier trotzdem nichts verändert. Es hat trotzdem gebrannt und da hat irgendjemand hingepinkelt. Na, ganz toll. So. Baba. Immer noch? Jetzt hat es jemand weggewischt. Sehr schön. Und warum ist da ein Hintern an der Wand? Das ist doch ein Hintern, oder? Was ist das hier für ein schwules Zimmer? Hilfe! Schnell raus da. Und da haben wir genächtigt. Was? Da. Bitte schön, die ist für euch. Sind hier auch welche? Die ist für euch. Braucht mir nicht zu danken. Mache ich immer wieder gerne. So. Oh, Alter, wenn da jetzt Gott da drin ist. Gut, dann wäre ich aber ausgerastet. Gut, wir können fliegen. Finde ich nett. Ach ja, der gute alte Gotthead. Wie lange es wohl noch dauern wird, bis wir den irgendwann haben. Und ob wir ihn überhaupt bekommen, das ist eine ganz andere Frage. Aha. Bei den Gegnern funktioniert das nicht, dass die Bombe dahin geht. Bei denen auch nicht. Was ist denn mit den Gegnern los? Oder, ach, die Bomben können wahrscheinlich einfach nicht über Abgründe rüber. Okay. Hatte ich zwar anders in Erinnerung, aber... Soll mir recht sein. Und ja, ich merke, dass ich die ganze Zeit nur mit meinen Bomben kämpfe, statt mit den Remote Detonator. Oder Remote Control. Nee, Remote Detonator heißt er doch, oder?
Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall will ich hier nicht drin sein und deswegen gehe ich schnell raus. Und ich muss da gleich nochmal rein. Oh nein. Die Musik hier ist cool. Das können wir noch voll gut für die UST-Challenge benutzen, diesen Sound. Den würde ich jetzt vielleicht sogar erkennen. Finde ich übrigens nice, dass Ori and the Blind Forest bei euch richtig gut angekommen ist. Wollte ich nur mal sagen, keine Ahnung. Ich hatte irgendwie Angst, dass das nicht so ganz gut ankommt. Weil ich hatte ja schon mal das irgendwie gespielt und das kam nicht so gut an. Und Ori and the Blind Tail ist ja fast genauso. Von daher, danke. Hallo! Hallo, 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 hallo. Hier, für dich auch noch eine Bombe. Oh, jetzt sind sie schon alle tot. Wir kriegen schon wieder Pentagramm. Haben wir in der letzten Challenge auch schon bekommen. Voll merkwürdig. So, sind schon wieder in der letzten Ebene. Und das nach 20 Minuten insgesamt. Na toll. So, wenn wir den da hinlegen, dann sollte doch eigentlich alles... Okay, fast alles explodieren. Ich denke einfach mal, der Boss ist links, weil da der große Raum ist. Und ich mag diesen großen Raum hier nicht. Oh. Hertel Change, okay. The Sun, setzen wir mal ein. Hätten wir zwar erst in der nächsten, im nächsten Raum einsetzen sollen. Oder hier, oh. Hat er gerade echt den Gegner in mich drin gespawnt? Nice, wusste ich gar nicht, dass er das kann. Okay. Dann bin ich wohl doch den falschen Weg gegangen. Gut zu wissen. Treffe ich alles? Gut. Gut, gut, gut. Da sollte ich auch alles treffen. Jupp. Stimmt, wir haben ja auch größeren Explosionsschaden durch einige Items. Ah. Von daher sollten wir die Gegner eigentlich recht einfach treffen und ich hoffe, wir kriegen noch ein paar Leben. Obwohl, das ist eh schon die letzte Ebene, also... Eigentlich auch egal. So, gut, wir dürfen viermal getroffen werden bei Mom jetzt. Dann werden wir auch schon wieder durch. Gut, wir legen einfach überall Bomben hin. Passt schon, passt schon. Oh, ich bin gleich tot. Nice. Oh, ich bin tot. Warte, ich schaff das nicht. Oh, shit. Nein! Haben wir echt eben noch ein Leben aufgesammelt? Boah, zum Glück. Sonst wäre ich jetzt tot. So, hier nur schlechtes Zeug. Aber ist auch egal, brauchen wir eh nicht. Okay, aber die Folge ist jetzt immer noch so saukurz. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas Einfaches? Beastmaster war blöd. Da haben wir ja schon mal reingeguckt. You are... Error! You are Error! Ah! What the fuck? Boom. Patience klingt auch doof. Beastmaster und Patience. Blood Material haben wir schon gemacht. Black Death haben wir gemacht. Mama. Glass Cannon. He who rock a wet horse. Creepy. 88. Ach, spielen wir das. Shotgun, oder wie? Shotgun, ja. Was ist das denn für eine blöde Challenge? Gut, wir machen überhaupt keinen Schaden. Haben Monstros Lunge und dazu... und dazu die Sojamilch. Wow, cool. Das gefällt mir. Okay, die Challenge könnte jetzt ein bisschen länger gehen, je nachdem, wie lange wir gehen müssen. Ob wir jetzt bis zu Mutters Fuß wieder nur gehen müssen. Okay, wir haben eine Rufantenkarte. Oder noch weiter... Oh, wow. Okay, jetzt diese gelbe Spritze wäre richtig nice.
diese gelbe Spritze, die alles verändert von den Statistiken her oder überhaupt irgendwas. Libra wäre jetzt auch richtig nice. Libra oder diese Spritze. So dass wir mehr Schaden machen damit. Das wäre richtig OP. Aber so wenig Schaden macht man damit gar nicht. Ist ja fast schon wie so ein normaler Angriff, wenn man das auflädt und mit fast allen trifft. Wow. Amazing. Zumindest besiegen wir die ganzen Fliegen mit einem Hit. Auch nicht, okay. Gut, dann halt nicht. So, Tugafly, gibst du uns eine gelbe Spritze? Oh nein, du kannst mir doch nicht so eine große Fliege hin und hinterher schmeißen hier. Oh Gott, was soll ich damit machen? Okay, das ist ja richtig nervig. Wie sollen wir diesen Gegner bekommen? Und das Blöde ist, ich muss sogar ein bisschen aufladen, damit ich einmal schießen kann. Das ist zwar relativ schnell, aber ich kann nicht die ganze Zeit drücken, weil dann, seht ihr, ist das nicht ganz aufgeladen. Und wenn das nicht ganz aufgeladen ist, dann kann ich auch nicht schießen. Oh, Hilfe. Okay, Duke of Lies ist natürlich richtig nervig damit. Gut, ich glaube, ich setze eine Bombe ein. Sehr schön. Das hat dir gut Schaden gemacht. Okay, jetzt können wir ihn besiegen. Go! Jetzt! Stirb! Danke! Au. Okay, scheinbar brauchen wir ein paar Bomben. Sonst machen wir gar keinen Schaden. Oh nein! Das kann ewig dauern. Sterbt! 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 Range-Up, ja. Genau das brauche ich nämlich. Damit meine ganzen kleinen Geschosse noch weiter fliegen. Okay, wir müssen aber wieder nur bis zu Mams Fuß. Da sollten wir ja recht schnell sein. Oh Gott. Wenn wir da überhaupt hinkommen. Ich bezweifle es, wenn wir nicht irgendwie Libra oder sowas finden sollten. Oder irgendein Damage-Up zumindest. Aber okay, wir schauen erstmal. Wir machen so gar keinen Schaden. Komm schon, jetzt sterb. Danke. Boah. Das ist grausig. Nicht, dass die Sojamilch schon alleine ziemlich nervig ist, aber dann noch mit Monstros Lunge, dass man das sogar aufladen muss. Na, danke. Na, herzlichen Dank. So, tot, tot. Danke. Oh nein, meine schönen Leben. Yo, Superlust. Wie soll ich den denn jetzt besiegen? Okay, warte, wir machen gar nicht so wenig Schaden. Können wir da noch eine Bombe hinlegen, die ihn vielleicht trifft? Nö. Oh. Oh. Nicht gut. Aber wir können ihn gut auf Distanz halten. Oh, das ist gut. Okay, das wird jetzt auch behilflich sein. Immerhin mal ein Space-Item. So. Sehr schön. Bomben haben wir nicht. Wir haben aber einen Schlüssel. Jetzt haben wir eine Bombe. Aber jetzt haben wir keine Schlüssel mehr. Okay, gehen wir einfach weiter. Dinkel. Natürlich Dinkel. Immer diese ganzen Gegner, die noch mehr Gegner spawnen. Oh. Okay, ich habe eine Bombe. Nimm sie und verschwinde. Das ist eine ganz tolle Challenge, muss man ja mal sagen. Du, bleib da in der Ecke und stirb da, ganz allein. Au, oh Mann. Ich glaube, Dinkel wird uns töten. Ja, ja. Weil wir keine Bomben mehr haben und einfach gar keinen Schaden machen. Na, okay, vielleicht. Ja gut, wenn er spuckt, ist scheiße, weil wir halt auch keine Reichweite, oh Gott, Reichweite haben. Aber wir müssen da rangehen, damit möglichst viele dieser Dinger treffen. Ist voll die Zwickmühle. Aber wenn wir da rangehen, dann trifft er uns halt auch mit seinen Dingern. Naja, haben wir trotzdem geschafft. Wie auch immer, mit der Zeit schafft man das. Wenn ich wenigstens ein bisschen schneller aufladen würde, aber nein. Und ich glaube, ja, den Teufelsraum können wir auch abschminken, aber immer ein bisschen Damage ab
Naja, nicht wirklich. Es ist theoretisch ein Damage-Up, aber ich glaube, wir haben nicht wirklich ein Damage-Up bekommen. Naja. Sind ja schon auf der Hälfte. Immerhin. Machen wir jetzt ein bisschen mehr Schaden? So minimal wahrscheinlich schon. Aber so richtig minimal. Ah. Marm wird ja auch richtig toll. Marm wird richtig toll werden. Gegen Marm zu kämpfen, mit keinem Schaden, wird bestimmt witzig. Wenn wir damit hinkommen, natürlich. Was ich gerade eher weniger denke, bei dem Schaden. Oh, geh auf. Und bei den Leben, die wir gerade haben. Ich glaube, davor sterben wir, weil wir relativ nah an die Gegner ran müssen, um überhaupt Schaden zu machen. Und dieser Schaden ist dann nicht mehr hoch. Das heißt, man wird nicht mehr belohnt, dass man sich in gefährliche Manöver verstrickt. Ah, nee, ich glaube, ich sterbe gleich. Ja, ja, okay, wir sterben in diesem Raum. Oh, grässlich. Ja, 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 ja. Okay, scheinbar doch nicht. Dann halt im nächsten Raum. Ach nee, dann haben wir wieder... Oh, wir haben dann wieder ein Leben mehr. Das dauert ja auch überhaupt nicht ewig. Dankeschön. So, keine Leben. Dafür haben wir aber so noch ein Leben durch unser Space-Item. Wow, nee, komm schon. Freunde, die haben auch so sau viele Leben. Oh, danke für den Geheimraum. Schön, darf ich die nochmal besiegen? Nett. Und man sieht wieder diese ganzen Löcher in dem Boden nicht. Ah, diese Mod. Aber noch leben wir ja. Ich hätte gerne Libra. Kann man Libra eigentlich kaufen im Shop? Ich glaube nicht. Ich glaube, das kann man nur finden. Die Stopwatch, ja, ist schön. Ist schön, so eine Stopwatch. Aber ich kaufe mir lieber Leben. So. Das ist wahrscheinlich auch besser als das Kackhäufchen gerade in unserer Situation. Okay, guck mal, den haben wir gewonnen-hittet zum Beispiel. Den wieder nicht. Je nachdem, wie die Teile halt fliegen. Wie unsere Sojamilch fliegt. So. Hallo Piep, gibst du uns vielleicht einen Devil-Room? Guck mal, wie viel Schaden wir machen, Piep. Hast du schon Angst? Hast du jetzt Angst? Ich glaube, Piep hat keine Angst vor uns. Doch, doch, er pinkelt schon auf dem Boden. Ja, cool. Er hat also doch Angst vor uns. Haha, magst du etwa keine Sojamilch? Aha, so einer bist du also, ja? Dann wird das ja kinderleicht gegen dich zu gewinnen. Kinderleicht, oh. Okay, vielleicht auch nicht. Dich besiege ich noch. Piep, dich besiege ich noch. Da kannst du deine Augen drauf rausschmeißen. Dass ich dich noch besiegen werde. Oh nein. Oh nein, oh nein, 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 Augen geht weg. Eins, zwei. Komm, ich will Piep zumindest noch besiegen. Zumindest das. Komm schon. Nein, 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 nein. Und tot, danke. Okay, halbes Leben haben wir noch. Und wieder volle Leben. Yay. So muss das laufen. Cool. Vielleicht schaffen wir das ja doch noch. Vierte Ebene mit so einem schlechten Stuff. Finde ich gut. Okay, hier ist gar nichts. Außer vielleicht unser Tod. Aber unseren Tod mag ich nicht. Die
Die Spinnen sterben wenigstens relativ schnell. Aber ich find's richtig blöd, dass wir so nah an die Gegner rangehen müssen. Und alles, was spuckt, wird uns treffen. Genau aus diesem Grund. Bah. Oh nein. Ach komm. Weil ich das jetzt gesagt habe, Spiel, ne? Weil ich das jetzt gesagt habe, gibst du mir jetzt nur noch Gegner, die spucken können. Oh. Die sterben auch einfach nicht. Okay, der ist weg. Von euch ja wohl auch gleich einer, oder? Komm schon. Wie viel Leben die haben. Unnormal. Naja, wir leben immer noch. Wie auch immer das geht. Das Blöde ist, Libra findet man ja, glaube ich, einfach nur in den goldenen Räumen. Und wir haben keine goldenen Räume. Von daher müssen wir eigentlich auf die gelbe Spritze hoffen. Aber die muss man erstmal finden. Das ist nicht ganz so leicht. Ach schön, ein Raum, wo alles explodiert. Ja, genau. Das Spiel weiß, was ich mag. So. Okay, Pheromone. Die Fliege liebt uns. Und das war auch noch Pheromone, genau. Können wir dann zumindest beim Boss einsetzen? Gördi, hier, du liebst uns, also greif uns bitte nicht an. Alles Gegner, die Gegner spawnen. Und schießen sind doof und der macht einfach beides. Aber scheinbar haben wir ein bisschen mehr Damage bekommen. Durch diese eine Spritze. Kommt mir auf jeden Fall so vor. Minimal, aber es ist mehr. Oh, jetzt haben wir noch ein halbes Leben. Auch nicht schlecht. Ja gut, die Challenge war ja auch doof. Egal, haben wir immerhin zwei Challenges geschafft, nämlich What the Fuck Boom und You Are Error. Ja, geht die Folge halt nur 40 Minuten. Ist okay. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschalten würdet, wenn wir wieder versuchen, Godhead und Missing No freizuschalten, was eh nie was wird. Ich gebe so langsam die Hoffnung echt auf. Aber ja, das versuchen wir morgen wieder und dann bis zum nächsten Mal. Ihr könnt auch nochmal Ori in the Blind Forest den zweiten Teil angucken. Der wurde nämlich recht selten geguckt heute, was mich wundert. Ja, ist eigentlich ein schönes Spiel. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.